Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer des heutigen Webinars. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute teilzunehmen. Im heutigen Webinar wird es um das Thema Konformitätsbewertung und Normung gehen. Wir wollen hier Hintergrundinformationen weiter vertiefen und auch Fragen klären, denn Normen bilden die Basis für die Produktentwicklung und somit auch unmittelbar für den Konformitätsnachweis, insbesondere für EU-Konformitätserklärungen zu EU-Richtlinien. Daher haben die Normungsorganisationen restriktive Regeln aufgestellt, die bei der Erstellung von Normen zu beachten sind. Zum heutigen Webinar möchte ich daher unseren Referenten begrüßen, Dr. Gerhard Imgrund. Er ist Experte in der DKE für dieses Thema. Hallo Gerhard. Einen schönen guten Tag an alle. Ich freue mich sehr über den regen Zuspruch, dass das Webinar hat. Mein Name ist Gerhard Imgrund. Ich leite die Fachbereiche 3 und 4 hier in der DKE. Und zudem das Kompetenzzentrum Konformitätsbewertung. Und in dieser Funktion gebe ich heute das Webinar. Vielen Dank, Gerhard. Ich möchte auch noch ein paar Worte zu meiner Rolle heute hier sagen. Mein Name ist Kerstin Sanferro. Ich bin Normungsmanagerin in der DKE und bin zuständig für die Themen Batterien, Photovoltaik, Umweltaspekte der Elektrotechnik und habe auch schon Use Cases der E-Mobility behandelt. Damit habe ich zunächst alles gesagt und übergebe damit an Gerhard. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar und ja, wünsche Ihnen hier eine gute Zeit. Ja, zunächst vielen herzlichen Dank an Kerstin Sand für die nette einführende Worte. Das heutige Webinar wird auf dem Inforundschreiben 2017-007 basieren, das Sie alle erhalten haben. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht das Rundschreiben vorlesen, sondern ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ja, der Vortrag oder das Webinar gliedert sich in folgende Punkte. Zunächst Rolle der Normung in der Konformitätsverwertung. Dann werde ich die ISO/IEC-Direktiven vorstellen, die ja analog auch für die europäischen und die deutschen Normen gelten. Dann werde ich die IEC-Konformitätsverwertungssysteme vorstellen und bin dann für Fragen, Antworten, Anregungen offen. Zunächst möchte ich Ihnen die grundsätzlichen Prinzipien vorstellen. Wir alle wissen, dass die Normung die Basis für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen sind. Jedenfalls in den meisten Fällen. Daher dienen diese Normen auch dem Konformitätsnachweis. Der Konformitätsnachweis ist im Prinzip eine Erklärung, dass ein Erzeugnis mit der Norm, die die Basis für die Entwicklung war, in Einklang ist. Viele fragen immer, wann wird ein Konformitätsnachweis gefordert? Dieses erfolgt meistens über Gesetze. In Europa zum Beispiel durch EU-Richtlinien. Aber auch die Marktteilnehmer können einen Konformitätsnachweis fordern. Beispielsweise der Kunde möchte von Ihnen wissen, ob Ihr Produkt konform ist mit den technischen Regeln. Eine weitere Möglichkeit besteht, es aus Eigeninteresse zu machen, das heißt aus freiwilliger Basis. Es gibt nämlich Fälle, in denen es nicht gesetzlich gefordert ist. Beispielsweise bei der Produktsicherheitsrichtlinie. Diese Richtlinie hat keinen Konformitätsnachweis und es ist trotzdem vielleicht durchaus möglich oder für Sie förderlich, wenn Sie eine Konformitätserklärung machen, denn dann, wenn das Produkt im Markt angezweifelt wird, zum Beispiel von der Marktüberwachungsbehörde, können Sie Ihren Konformitätsnachweis aus der Schublade ziehen und können in den Verhandlungen erläutern, mit welchen Normen Sie konform sind und dass Ihr Produkt dem Stand der Technik entspricht. Hier zeige ich mal ein Beispiel, wie eine Konformitätserklärung aussehen kann, wenn es in den nicht gesetzlichen Bereich fällt. Zunächst einmal geben Sie die üblichen Daten an, nämlich
Ihren Namen als Hersteller, Ihre Adresse, dann das Erzeugnis, um das es geht. Und dann erfolgt schon die Normkonformität. Das heißt, Sie zeigen hier an, welche Normen Sie einhalten. Dann können Sie noch zusätzliche Informationen geben, zum Beispiel, ob Sie ein Zertifikat haben auf freiwilliger Basis. Und am Schluss schließen das Ganze mit einer Unterschrift ab. Im gesetzlichen geregelten Bereich gibt es restriktive Vorgaben, wie so eine Konformitätserklärung aussehen muss. Ich habe als Beispiel mal die Niederspannungsrichtlinie genommen, da viele dieser Produkte, die uns betreffen, unter die Niederspannungsrichtlinie fallen. Auch hier zunächst einmal das Erzeugnis, das heißt das Produkt, dann Name und Anschrift des Herstellers. Dann wird hier gefordert, mit welchem Gesetz das konform ist. Hier würde beispielsweise die EU-Niederspannungsrichtlinie stehen. Und hier kommt dann schon wieder die Konformität, mit welchen Normen. Und auch hier können Sie dann unter 7. Zusatzangaben machen, beispielsweise, ob Sie eine notifizierte Stelle eingeschaltet haben oder ob Sie auf freiwilliger Basis ein Zertifikat haben oder weitere wichtige Informationen. Und auch hier erfolgt eine Unterschrift. Damit Normen von Gesetzen in Bezug genommen werden können oder für die Erfüllung von Gesetzen angewandt werden können, gibt es sehr restriktive Regeln. Das Eindeutigste und ist ja klar, dass solche Normen den Gesetzen und Verordnungen, die sie ausfüllen sollen, nicht widersprechen dürfen. Aber sie sollen auch nicht die Freiheiten der Marktteilnehmer bezüglich des Konformitätsnachweises einschränken. Das ist eine Entscheidung des Unternehmens oder eben ein Kundenwunsch, dass der Kunde von Ihnen fordert, ich möchte diese Art des Konformitätsnachweises. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass die Art des Konformitätsnachweises in jedem Land die gleichen sind. Sie werden wahrscheinlich vom Land zu Land abweichen. Beispielsweise in Europa unter der Niederspannungsrichtlinie gilt die Herstellererklärung. In anderen Ländern müssen Sie ein Zertifikat vorweisen. Deswegen hat ISO und IEC das Neutralitätsprinzip für Ihre Normen eingefordert und festgeschrieben. Was heißt Neutralitätsprinzip? Das heißt, dass die Norm für jegliche Art des Konformitätsnachweises anwendbar sein muss. Wir kennen drei Arten des Konformitätsnachweises. Einmal die Herstellererklärung, die im offiziellen Normendeutsch heißt Konformitätsbewertung durch eine erste Stelle. Die erste Stelle ist hier der Hersteller oder der Inverkehrbringer. Die zweite ist die Konformitätsbewertung durch eine zweite Stelle. Das wäre beispielsweise eine Wareneingangsprüfung durch den Anwender. Und die Drittprüfung, das heißt eine Konformitätsbewertung durch eine Drittstelle, das ist, wenn eine unabhängige Prüfstelle und eine Zertifizierungsstelle die Konformitätsbewertung dann ausstellt. Damit eine Norm überhaupt für den Konformitätsnachweis gebraucht werden kann, muss sie natürlich technische Anforderungen stellen, wie ein Produkt auszulegen ist. Und sie sollte oder muss so weit wie möglich Prüfanforderungen enthalten, wie diese technische Anforderungen danach zu weisen sind, zum Beispiel durch Messen, durch Inspektion und so weiter. Jedoch, ich möchte hier nochmals betonen, müssen alle diese Normen nach dem Neutralitätsprinzip verfasst werden. Das heißt, sie dürfen keine Festlegung zu einer Erst-, Zwei-, Drittstelle enthalten. Das heißt, es darf nicht festgelegt werden, wer muss messen, wer muss inspizieren und so weiter und so fort. Ich möchte Ihnen nun mal die besondere Rolle für die EU-Konformitätserklärung erläutern. Die Normen spielen hier in Europa eine besonders wichtige Rolle, denn sie geben unter den EU-Richtlinien Vermutungswirkung. Vermutungswirkung heißt, wenn Ihr Produkt angezweifelt wird, dann muss die Aufsichtsbehörde nachweisen, dass Ihr Produkt nicht der EU-Richtlinie entspricht. Haben Sie die Vermutungswirkung nicht und Ihr Produkt wird angezweifelt, dann müssen Sie als Hersteller den Nachweis bringen.
Damit eine gewisse Konsistenz in den EU-Richtlinien ist, wurden 8 Module festgelegt, aus denen dann die Kommission bei der Erstellung der EU-Richtlinien die betreffenden auswählt. Die gehen von Modul A, das ist die Herstellererklärung, bis zum Modul H, das umfassende QM-System. Ich habe das auf dieser Folie mal dargestellt. Also hier sehen Sie das Modul A, die interne Fertigungskontrolle durch den Hersteller. Dann ist Modul B, das ist eine EU-Baumusterprüfung von einer notifizierten Stelle durchgeführt. Das Modul B wird immer ergänzt durch weitere Module, zum Beispiel Modul C, das war eine interne Fertigungskontrolle durch den Hersteller. Modul D wäre eine QM-Systemprüfung und Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle. Hier wird die Herstellung, die Endabnahmen, die Prüfung beinhaltet sein. Das Modul E ist ein QM-System für das Produkt. Hier wird die Endabnahme und die Prüfung durch die notifizierte Stelle geprüft. Modul F ist die Prüfung der Produkte. Hier wird eine Einzelprüfung oder statistische Kontrollen durchgeführt. Das Modul G, das wäre eine Einzelprüfung. Das heißt, jedes einzelne Produkt würde von einer notifizierten Stelle geprüft. Das ist natürlich nicht für Serienfertigung geeignet. Das Modul H, das ist das umfassende QM-System, wo eine notifizierte Stelle hier ihr gesamtes QM-System zertifiziert. An dieser Stelle haben wir eine Frage. Ist eine EU-Konformitätsbescheinigung denn das gleiche wie eine EU-Konformitätserklärung? Der Hintergrund ist, dass für ATEX, Konformitätsbescheinigungen für Komponenten gefordert werden, keine Konformitätserklärungen, sondern Bescheinigungen. Wird ja von einer notifizierten Stelle ausgestellt, das meinen Sie wahrscheinlich. Und die Konformitätserklärung ist das, so benutze ich das immer, dass der Hersteller dann letztendlich ausfüllen muss und dem Produkt beifügen muss. Das heißt, die EU-Konformitätserklärung ist das, was der Hersteller oder Inverkehrbringer ausstellen muss. So, gehen wir zur Folie 14. Wie schon vorher gesagt, die Kommission, die ja das Vorschlagsrecht für eine EU-Richtlinie oder Verordnung hat, wählt auch das Konformitätsbewertungsverfahren aus. Und zwar immer abhängig von der Gefährdung. Nun, in der Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie kennen wir das Modul A als einzigen Konformitätsnachweis. Und nun ist wichtig zu wissen, dass alles, was in einer EU-Richtlinie oder EU-Verordnung abschließend geregelt ist, darf nicht in einer harmonisierten Norm festgelegt werden. Damit wird nämlich sichergestellt, dass die harmonisierte Norm dem Gesetz gar nicht widersprechen kann in diesen Punkten. Und da die Konformitätsbewertungsverfahren abschließend in einer EU-Richtlinie festgelegt sind, können sie nicht in einer harmonisierten Norm festgelegt werden, auch wenn sie gleichlautend abgeschrieben werden würden. Und nun ist es wichtig, da ja wir 80% unserer Normen bei IEC machen, dass wir da schon darauf achten, dass bei der Erstellung der IEC-Normen auch die Bedingungen in Europa festgehalten werden. Das heißt, dass Normen, die als harmonisierte Normen übernommen werden sollen, keine Hinweise zur Konformitätserklärung haben. Das heißt, wenn wir dem Neutralitätsprinzip folgen, dann haben wir auch die Bedingungen eingehalten, die für eine harmonisierte Norm bezüglich der Konformitätserklärung gilt. Falls wir Anforderungen an den Konformitätsnachweis in der Norm haben bei IEC, können wir diese IEC-Norm nur mit gemeinsamen europäischen Abänderungen übernehmen. Ich kriege immer wieder häufig die Fragen gestellt, ist die Forderung nach QM-System in einer Norm zulässig? Die Antwort ist ganz klar, nein. Denn QM-System kann vom Gesetzgeber gefordert werden, das ist das Modul H. Ich habe auch schon mit anderen Kollegen gesprochen in anderen Ländern, zum Beispiel kürzlich mit jemandem aus Japan.
der hat auch gesagt, dass sie Gesetze haben, wo QM-Systeme gesetzlich gefordert sind. Da wir aber nicht sicher sein können, dass das in allen Ländern so ist und die Norm ja weltweit anerkannt werden soll und angewendet werden soll, können wir natürlich in den IEC-Normen keine Forderungen stellen, dass ein QM-System eingeführt werden muss. Auch Fragen, die immer auftauchen, kann ich in der Norm fordern, dass die Prüfung durch eine neutrale Stelle durchgeführt werden kann? Nein, das kann ich auch nicht fordern, das ist unzulässig. Nämlich eine neutrale Stelle ist immer eine Stelle, die ihre Neutralität im Rahmen der Akkreditierung oder bei IEC im Rahmen des Peer Assessments nachgewiesen hat. Und solche Forderungen würden natürlich die Festlegung nach dem Neutralitätsprinzip verletzen. Aber solche Forderungen können natürlich und werden sogar höchstwahrscheinlich in einem IEC-Konformitätsbewertungssystem, in dessen internen Regularien festgelegt werden. Sind wir auch schon bei den Konformitätsbewertungssystemen? Die IEC hat ein Alleinstellungsmerkmal. Die IEC wird von zwei Säulen getragen, nämlich der Normung und der Konformitätsbewertung. Und die Konformitätsbewertungssysteme der IEC, die basieren auf dem Nachweis von internationalen Normen der IEC und ISO. Nur IEC und ISO-Normen können für den Konformitätsnachweis von den Konformitätsbewertungssystemen verwendet werden. Das Ziel der Konformitätsbewertungssystem, wir haben vier Stück bei IEC, ist, dass ein einziger Konformitätsnachweis von einer anerkannten Stelle durchgeführt wird, dass dieser weltweit anerkannt wird und dass keine Mehrfachprüfungen notwendig sind. Die Merkmale unserer Konformitätsbewertungssysteme bei IEC ist das Peer Assessment, das heißt, dass die Akkreditierung hier nicht ausreicht, sondern die teilnehmenden Prüf- und Zertifizierungsstellen erkennen sich gegenseitig ihre Kompetenz und Neutralität und so weiter an und gehen quasi in die anderen Prüf- und Zertifizierungsstellen und begutachten diese, ob sie die Mindestvoraussetzungen erfüllen. Bewertungsgrundlage ist neben der technischen Kompetenz auch die ISO IEC 17000er Reihe, diese die formalen Aspekte beschreibt. Und die Basis für die Produktprüfung ist, wie gesagt, die ISO und die IEC-Normenlandschaft. Was eine Besonderheit ist, es können auch nationale Abweichungen gleich mitgeprüft werden, damit ich nämlich mein Produkt, was ich zum Beispiel in Deutschland konzipiert habe, auch in anderen Ländern in Verkehr bringen kann. Ja, Gerhard, du sprachst gerade von der ISO IEC 17000er Reihe. Da haben wir auch eine Frage zu erhalten, denn ja. Dass die relevant ist, hier speziell die Frage nach der 17050-1, ist damit klar. Die Frage ist jedoch, sind dort Anforderungen enthalten, die über die Anforderungen der Richtlinie hinausgehen? Die relevanten ISO IEC-Normen sind die 17025. Das stellt die Anforderung an ein Prüflaboratorium dar. Oder die ISO 17065. Das stellt die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen dar. Und in diesen Normen wird im Detail beschrieben, was eine dieser Stelle erfüllen muss, damit sie neutral, kompetent und so weiter ist. Die 17050, diese hat hier keine Relevanz, weil das ist ja eine Vorlage, wie ich eine Konformitätserklärung als Hersteller ausstellen kann. Vielen Dank. Ja, ich wollte die nationale Abweichung noch etwas erläutern. So ein Beispiel, ein deutscher Hersteller möchte sein Erzeugnis auch in Japan vermarkten. Er geht zu einer deutschen Prüfstelle und diese prüft nach der deutschen Norm, die im Idealfall eine IEC-Norm ist, möglichst ohne nationale Abweichungen. Wenn es aber in Japan zu der Situation kommt, dass hier die IEC mit nationalen Abweichungen, also japanischen Abweichungen, übernommen wurde,
Dann wird dieses Delta, nämlich die japanischen Abweichungen, mitgeprüft und auch bescheinigt. Und dann kann der deutsche Hersteller sein Produkt sowohl auf den deutschen als auch auf den japanischen Markt in Verkehr bringen. Um das zu realisieren, dass nämlich die nationalen Abweichungen überhaupt bekannt sind, muss jede teilnehmende Prüf- und Zertifizierungsstelle dem Sekretariat der IEC-Konformitätsverwertung stellen, die nationalen Abweichungen melden und die werden dann in einem sogenannten Bulletin veröffentlicht. Kommen wir zu den Konformitätsverwertungssystemen selbst. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben 4 Stück. Ein sehr erfolgreiches ist das IECX. Das gilt für explosionsfähige Atmosphäre. Da hatten wir auch schon eine Anfrage dazu. Sie hat 4 Programme. Einmal die Betriebsmittel selbst, dann einmal Personalqualifikation, einmal Reparatur und einmal die Schulungsstätten. Und keiner hat gedacht, dass IECX so erfolgreich im Markt sein kann, weil es ja so stark geregelt ist, staatlich geregelt. Aber hier ist es uns wirklich gelungen, ein System zu etablieren, das weltweite Anerkennung hat. Und es hat sogar, ich darf mal so sagen, seine Adelung erfahren, indem es von der UNECE, also der UN, anerkannt wurde als das Best-Practice-Beispiel. Ein weiteres ist das IECE. Das gilt im Prinzip für alle Betriebsmittel der Elektrotechnik, zum Beispiel Informationstechnik, Hausgeräte, Medizintechnik. Aber es gilt auch für Phänomene wie zum Beispiel EMV, funktionale Sicherheit oder Cybersecurity in der Industrieautomation. Unser neuestes Kit ist IECRE. Das gilt für regenerative Stromerzeugungsanlagen. Ich habe hier Anlagen besonders betont, weil nämlich die Komponente von IECX oder IECE zertifiziert werden, aber die Anlagen, die werden dann in diesem System zertifiziert. Und es betrifft 3 Bereiche, einmal Windenergie, Photovoltaik und Meeresenergieanlagen. Hier sind schon die ersten Zertifikate ausgestellt worden im Bereich der Windenergie. Und das 4. System ist IECQ. Das ist im Prinzip die Zertifizierung von Managementsystemen und dient dem Nachweis der Lieferkette, damit verhindert wird, dass gefälschte Produkte beim Anwender landen. Beispielsweise Airbus oder Boeing sind hier Kunden und verlangen hier solche Systeme. Und dann ist auch noch ein Zertifizierungssystem etabliert worden unter CQ, dieses Management-System zertifiziert, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Stoffe in den Produkten sind. Kommen wir wieder zurück zur Rolle der Normung. Hier soll ein Zusammenspiel stattfinden zwischen der Normung und der Konformitätsbewertung. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, die Konformitätsbewertungssysteme sollen auch von den Technikkomitees profitieren. Die Technikkomitees sollen keinerlei Anforderungen an Konformitätsbewertungssysteme schreiben oder eigene festlegen. Aber wenn Sie Ideen haben, dann sind Sie herzlichst eingeladen, diese Ideen den Konformitätssystemen näher zu bringen, beispielsweise über das Konformitäts Assessment Board, CAB, das analog zu SMB die Konformitätsbewertungssysteme bei IEC managt. Ich hatte ja eingangs schon mal die Direktiven erläutert, aber es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Wenn ein technisches Komitee eine Ausnahme wünscht, dann muss es sich an das SMB wenden. Das SMB ist das Gremium, das die gesamte Normungsarbeit bei IEC managt. Jedoch muss sich das TC von Anbeginn an sicher sein, dass es vorher das SMB fragen muss und nicht erst, wenn die Norm fertig ist, dann SMB um Erlaubnis bittet. Das SMB hat klare Entscheidungskriterien definiert, die auch in den Direktiven enthalten sind. Zunächst wird SMB immer erst CAB konsultieren, da in CAB das Fachwissen für die Konformitätsbewertung konzentriert ist. Außerdem
wurde auch das Editing Department, das ja jeden CDV und FDIS prüft, angehalten, die Dokumente auf Einhaltung der Direktiven zu prüfen. Daher ist unsere Empfehlung, falls Sie planen, von den Direktiven abzuweichen, fragen Sie erst hier die DKE, das Deutsche Komitee. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie noch den Technical Officer bei IEC ansprechen. Die nächste Eskalationsstufe wäre dann der SMB-Sekretär oder der CAB-Sekretär. Aber unser Petitum, fragen Sie zuerst uns, wir geben Ihnen gerne Auskunft. Die Entscheidungskriterien für SMB sind 4 Punkte, die alle erfüllt werden müssen. Der erste ist eigentlich der härteste Punkt, nämlich es muss sichergestellt sein, dass das Produkt, der Prozess oder Dienstleistung unter kein Gesetz bzw. Ordnung fallen. Denn falls dies das Fall sein sollte, dann legt der Regulierer das Konformitätsverfahren fest. Dann muss sichergestellt sein, dass von dem Produkt ein sehr hohes Risiko ausgeht, wenn die Norm nicht vollständig erfüllt wird. Der Marktbedarf muss nachgewiesen werden und natürlich kurz skizziert und begründet werden für SMB, warum diese Konformitätsbewertungsanforderungen notwendig sind. Bei der Frage, welches elektrotechnische Produkt ist nicht gesetzlich geregelt, verweise ich immer gerne auf das Produktsicherheitsgesetz. Das Produktsicherheitsgesetz gilt für alle Waren, Stoffe oder Zubereitungen, die durch einen Fertigungsprozess hergestellt worden sind. Da fällt es mir immer schwer, Produkte aus der Elektrotechnik zu identifizieren, die nicht Waren, Stoffe oder Zubereitungen sind, die durch einen Fertigungsprozess hergestellt wurden. Das heißt, sobald ein Produkt unter der Produktsicherheitsrichtlinie fällt, kann es keine Norm geben, die eine Konformitätsbewertung beinhaltet. Das Produktsicherheitsgesetz ist so weit gefasst, dass man eigentlich nur über Ausnahmen regeln kann, was nicht darunter fällt. Beispielsweise fallen nicht darunter Antiquitäten, Medizinprodukte, Lebensmittel und Futtermittel, weil dafür gibt es eigene Gesetze. Ja, ich komme jetzt zum Ende meines Vortrages, möchte Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken und stehe Ihnen natürlich gerne für Fragen, Antworten und auch Anregungen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Gerhard, schon mal an dieser Stelle. Sie können gerne noch weiter Fragen stellen. Ich denke, wir liegen gut in der Zeit. Ich habe ja auch noch offene Fragen. Die erste wäre schon, was ist, wenn das Produkt nur mit einem Teil einer Norm konform ist? Wie kann man dann die Konformität erklären oder kann man sie dann nicht erklären? Müssen Sie nach einer EU-Richtlinie immer eine Risikoanalyse machen? In der Risikoanalyse identifizieren Sie überhaupt, welche Gefährdungen das von Ihrem Produkt ausgeht. Dann nehmen Sie die Norm und schauen, welche dieser Gefährdungen von der Norm abgedeckt ist. Und wenn es Punkte gibt, die nicht durch die Norm abgedeckt sind, dann müssen Sie eine eigene Risikobeurteilung durchführen und müssen dokumentieren, wie Sie zu einem sicheren Produkt gekommen sind. Und diese technische Dokumentation, die müssen Sie auch bereithalten, falls Ihr Produkt angezweifelt wird, dass dann die Marktaufsichtsbehörde darauf zugreifen kann. Vielen Dank. Eine weitere Frage. Du hast vorhin den japanischen Markt angesprochen, wenn man da etwas zertifizieren lassen muss. Dazu kam eine Frage. Frage, ob das bedeutet, dass der Auftraggeber der Zertifizierungsstelle des Zielmarktes oder den Zielmarkt für die Produkte explizit mitteilen muss. Also muss man der Zertifizierungsstelle den Zielmarkt mitteilen? Ja. Und sonst weiß die Prüfstelle gar nicht,
was Sie prüfen sollen. Sie können zum Beispiel der Prüfstelle sagen, ich möchte nur im europäischen Markt das Produkt in den Markt bringen. Dann gelten die ENs. Und da dürfte es auch keine Abweichung geben in den einzelnen europäischen Märkten. Aber wenn Sie beispielsweise in die USA oder nach Japan oder China liefern möchten und müssten auch hier für den Konformitätsnachweis erhalten, also das Zertifikat erhalten von einer Prüfstelle, dann müssen Sie das nennen. Aber wahrscheinlich wird man Sie seitens der Prüfstelle auch anfragen, für welchen Markt benötigen Sie das Zertifikat? Ja, wir haben noch weitere Fragen. Fällt denn die RED, die neue Funkrichtlinie, auch unter das Produktsicherheitsgesetz? Nein, das Produktsicherheitsgesetz ist eine eigene EU-Richtlinie, die neben den anderen spezifischen EU-Richtlinien gelten. Beispielsweise, wenn Sie ein Produkt haben, das unterhalb der Spannungsgrenze von 50 Volt ist und ein elektrisches Betriebsmittel ist und von keiner anderen Richtlinie erfasst wird, dann fällt es unter die Produktsicherheitsrichtlinie oder das deutsche Produktsicherheitsgesetz. Aber wenn Sie zum Beispiel ein ex-geschütztes Gerät haben, dann fällt es unter die ATIX-Richtlinie. Wenn Sie ein Gerät haben, das Funkspezifika hat, dann fällt es natürlich unter die neue RED. Danke. Fallen auch reine B2B-Produkte in den Geltungsbereich der Niederspannungsrichtlinie und müssen sie damit dann auch CE gekennzeichnet werden? B2B, das heißt, die Sie direkt an jemanden kaufen, verkaufen. So denke ich, ja. Die EU-Richtlinien regeln das in Verkehr bringen. Und ein Produkt wird ja in Verkehr gebracht, wenn es veräußert wird. Es wird sogar in Verkehr gebracht, wenn es verschenkt wird. Das heißt, wenn Sie in ein Schnellrestaurant gehen mit Ihrem Kind und es bekommt da neben einem Hamburger Chicken Wings noch ein Geschenk, dann ist auch dieses Geschenk in Verkehr gebracht worden. Es gibt sogar EU-Richtlinien wie die Maschinenrichtlinie oder die ATIX-Richtlinie, die die Selbstnutzung regeln. Das heißt, wenn Sie eine Maschine für den Eigenbedarf bauen, müssen Sie diese Maschine kennzeichnen, CE kennzeichnen und eine EU-Konformitätserklärung ausstellen. Andere Richtlinien, zum Beispiel die Niederspannungsrichtlinie, kennt nicht die Eigennutzung. Also wenn Sie da Produkte für sich in den Verkehr bringen, brauchen Sie keine CE-Kennzeichnung. Also es ist wirklich von Richtlinie zu Richtlinie unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass mit der Richtlinie das in Verkehr bringen geregelt wird. Das erstmalige in Verkehr bringen, muss man sagen. Wunderbar, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. An dieser Stelle sehe ich jetzt keine weiteren offenen Fragen. Ah, doch, da kommt wieder eine. Sind die Konformitätserklärungen nach ISO IEC 17050-1, die hatten wir schon mal in der Erwähnung, und die EU-Konformitätserklärung unterschiedliche Dokumente? Also ja. Muss man das bei der Ausstellung unterscheiden? Die EU-Richtlinien haben einen Anhang, wo sie genau sagen, welche Punkte angesprochen werden müssen in der EU-Konformitätserklärung. Die 17050-1 empfehle ich immer dann, wenn es keine gesetzlichen Forderungen gibt und die Konformitätserklärung auf freiwilliger Basis erfolgt. Und dann noch eine Frage, ob nach dem NLF, das hast du, glaube ich, gerade auch erwähnt, nicht immer die Bereitstellung ausreicht. Ja, das ist von Richtlinie zu Richtlinie auch anders. Manche haben den Begriff der Bereitstellung und manche kennen das mit dem Verkehr bringen.
Also viele Richtlinien kennen auch das Bereitstellen, beispielsweise die Maschinenrichtlinie kennt auch das Bereitstellen. Man muss immer in die Richtlinie selbst reinschauen, damit man weiß, was alles davon betroffen ist. Beispielsweise ist ja so, der NLF hat ja dazu gedient, dass Gemeinsamkeiten von den Richtlinien vor die Klammer gezogen werden und allen Richtlinien identisch behandelt wird. Aber nichtsdestotrotz kommt es eben auch noch zu Unterschieden. Beispielsweise die Niederspannungsrichtlinie kennt nicht die CE-Kennzeichnung für den Eigenbedarf. So, ich würde sagen, noch eine letzte Frage aufgrund der fortgeschrittenen Zeit haben wir hier noch. Wieso müssen Produkte mit Funkschnittstelle künftig nur noch unter RED gelistet werden, obwohl bisher beispielsweise diese unter LVD gelistet waren? Dazu könnten wir jetzt ein Seminar von einer Stunde halten. Es ist einfach so, dass vom Übergang zur RTTE zur RED eine Änderung durchgeführt wurde. Und diese Änderung sagt, dass eben Geräte, die Funkspezifika haben, unter die RED fällt. Und wenn ich ein Produkt habe, das unter die LVD fallen würde ohne Funk und jetzt noch Funk hat, beispielsweise eine Waschmaschine, dann fällt die Waschmaschine zukünftig unter die RED, wenn sie Funk hat. Und wenn sie keinen Funk hat, bleibt sie unter der LVD. Bei der Maschinenrichtlinie und bei der Medizingeräterichtlinie wird es wahrscheinlich anders sein. Da werden diese Richtlinien additiv gelten, weil nämlich die Maschinenrichtlinie und die Medizingeräterichtlinien eigene Sicherheitsanforderungen hat. Jedoch die RED sagt, dass bezüglich der Sicherheit und der EMV die Anforderungen der EMV-Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie gelten. Das heißt, die Schutzziele bezüglich der Sicherheit sind unter der LVD und unter der RED identisch. Und dadurch kann es nicht zu einer additiven Anwendung kommen. So sehen es jedenfalls die Juristen der Europäischen Kommission. Das wird uns noch viele Fragen bescheren, die RED. Okay, wir haben hier jetzt noch einen Hinweis, da geht es nochmal um eine Frage von eben und das Bereitstellen. Da ist der Hinweis, dass in der neuen Niederspannungsrichtlinie unter Erwägungspunkt 7 wohl auch von Bereitstellen die Rede ist. Kannst du da direkt was zu sagen oder sollten wir das nochmal prüfen? Vielleicht kann mich derjenige direkt anrufen und dann können wir das mal klären. Wunderbar, Gerhard. Ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche und informative Webinar. Sollten Sie im Nachgang noch weitere Fragen haben, dann können Sie diese gerne an uns richten unter dkewebinare@vde.com.